three parties to make legislation in Europe: the Commission, the Council, and the European Parliament. And it's therefore with great pleasure that I invite Mr. Knut Fleckenstein, member of the Parliament and rapporteur for the Trent Committee in the Parliament, to take the floor. Please. Thank you, Mr. Chairman. I would also like to take the opportunity and speak in my language, as we have the chance here and I haven't too often. I would like to do so. Sehr geehrter Herr de Reuter, sehr geehrte Damen und Herren, als ich heute das Gelände der Emsa betreten habe, habe ich mich daran erinnert, wie ich das erste Mal nach Lissabon gekommen bin, um mir die Emsa anzusehen. Ich bin erst 2,5 Jahre im Europäischen Parlament und dieser Besuch war Anfang 2010. Und ich war damals und bin auch heute noch von der Arbeit dieser Agentur sehr beeindruckt. Beide Male folgte ich der freundlichen Einladung von Ihnen, Herr de Reuter, und ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken. Als ich 2009 in das Europäische Parlament gewählt wurde, war klar, für mich zumindest klar, dass ich Mitglied des Transportausschusses werden möchte. Und ich dachte, als Hamburger, natürlich mit einer großen Affinität zu Häfen, ich möchte mich auf maritime Verkehre konzentrieren. Und deshalb ist eine meiner ersten Anlaufstelle auch hier die Emsa in Lissabon gewesen. Dieser Besuch hat mich beeindruckt und wie Sie sehen, ist das etwas nachhaltig gewesen. Sonst wäre ich jetzt nicht Berichterstatter des Parlaments für die Weiterentwicklung des Emsa-Mandats geworden. Außerdem, glaube ich, hat diese Agentur ganz gute Erinnerungen an Hamburger Abgeordnete, zum Beispiel an Georg Jarzembowski, der in der Gründungsphase hier auch mitgearbeitet hat. Wie Sie dem Titel des Vortrags entnehmen können, möchte ich die Entwicklung der Emsa und das Entwicklungspotenzial der Emsa aus der Sicht des Parlaments beschreiben. Diese Frage zur jetzigen Zeit ist hochinteressant. Die Frau Staatssekretärin hat eine andere Vorstellung bezüglich der Entwicklung der Emsa hier vorgetragen, als das Parlament sie im Moment hat. Wir werden am 1. Dezember eine erste Lesung im Plenum haben. Aber wir werden dann ja in Verhandlungen eintreten und sehen, ob wir und wenn ja, wie wir zu einer gemeinsamen Sicht kommen. Eine schnelle Einigung wird das allerdings nicht werden. Lassen Sie mich ganz kurz auf einen Punkt der Historie der Emsa eingehen. Die Idee für diese Agentur entstand ja in den späten 90er Jahren und die Agentur wurde aus einer Krise heraus gegründet. Erst nach dem Untergang der Herald of Free Enterprise, dem Untergang der MS Estonia und 6 großen Ölverschmutzungen durch Schiffe in europäischen Gewässern wurde der Gesetzgeber wirklich aktiv und dann auch zunächst nur halbherzig. Erst 2004 wurde der Emsa erweiterte Rechte eingeräumt und diese Rechte folgten wieder aus einem Desaster, 1999 Erika. Und vor allem aus dem katastrophalen Unglück der Prestige 2002 vor der galizischen Küste. Erst dann kam wirklich Bewegung auch in die Mitgliedstaaten und die bis dahin vorhandene Skepsis im Rat bröckelte. Damals hat die Agentur die rechtliche Basis erhalten, auf Ölverschmutzungen von Schiffen zu reagieren. Wir sind der Meinung, dass wir heute vor einer vergleichbaren Situation stehen. Institutionell, aber auch real. Am 20. April 2010 hatten wir den schwersten Ölunfall in der Geschichte der Menschheit im Golf von Mexiko. Am 10. August 2011 gab es einen Ölunfall auf der Gannet Alpha Plattform in der Nordsee. Und aus dem Bericht der Oslo-Paris-Kommission über Ölverschmutzung ist zu entnehmen, dass es im Jahr 2008 über 500 Ölunfälle
auf Öl- und Gasplattformen in der Nordsee gegeben hat. Nicht zu reden von der legalen Ölverschmutzung der 450 aktiven Plattformen in der Nordsee. Natürlich, im Vergleich zum Deepwater Horizon-Unfall sind diese Verschmutzungen gering. Aber wie so oft stellt sich uns als Parlamentariern die Frage, was eigentlich passieren muss, damit ein legislatives Regelwerk entworfen wird, welches heutigen Anforderungen genügt. Es ist richtig, dass die Generaldirektion Energie hierzu ein Gesetzespaket zur besseren Regulierung von Ölplattformen vorgelegt hat. Jedoch fehlt die unabhängige europäische Aufsichtsbehörde. Und hier sollten wir gemeinsam das Tor für die EMSA öffnen. Welcher europäische Akteur könnte diese Aufsichtsfunktion besser übernehmen? Ja, die EMSA hat bisher nicht die Expertise, aber das ist ein schwaches Argument für uns. Es gibt große Schnittmengen mit den heutigen Arbeitsbereichen der EMSA und es ist doch effizienter, heute verfügbare Ressourcen auszubauen, als neue zu schaffen, wohl wissen, dass das nicht von heute auf morgen geht. Wenn die Mitgliedstaaten heute sagen, wir sind bereit, das Mandat der EMSA zu erweitern und erklären, dass die EMSA nun nicht nur nach Schiffsunglücken, sondern auch bei Ölverschmutzungsunglücken, die von Bohrinseln ausgehen, aufräumen soll und darf, dann ist das uns im Verkehrsausschuss und ich bin sicher am 1. Dezember dem gesamten Parlament einfach zu wenig. Dass die spezialisierten Pollution Response Schiffe der EMSA auch nach einer Verschmutzung durch Ölplattformen genutzt werden können, das versteht sich doch wohl von selbst. Das ist wirklich kein Durchbruch. Im Europäischen Parlament geht es um die präventive Arbeit, um die Vorsorge europaweit. Aufräumen hinterher alleine reicht nicht. Die Zukunft der EMSA gerade als Maritime Safety Agency muss sich eben auch um Verschmutzungsvorbeugung kümmern, bei Schiffen und bei Plattformen. Wie Kommissar Oettinger gesagt hat, es gibt reichlich Fakten von Unfällen, die bestätigen, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Dem könnten wir hier gut Rechnung tragen. Zwei weitere größere oder große Herausforderungen sehe ich im Bereich der Ausbildung von Seeleuten und im Bereich des europäischen Seeraums ohne Grenzen. Herr Dr. Rüther hat den Bereich Ausbildung schon angesprochen. Auch die ganz große, ich will mal vorsichtig sein, die ganz große Mehrheit des Parlaments will die EMSA nicht zu einer europäischen Seeverkehrsakademie ausbauen. Das ist unrealistisch. Jedoch sehen wir die Fähigkeiten und Kenntnisse bei der EMSA, die genutzt werden sollten. Das maritime Cluster in Europa braucht gut ausgebildete Fachkräfte im maritimen Bereich. Darüber redet der ganze Sektor, aber in den Mitgliedstaaten wird unserer Meinung nach nicht ausreichend aktiv gehandelt. Über die Personalkosten kann Europa im internationalen Seeverkehr schon lange nicht mehr mit anderen in Asien konkurrieren, aber über die fachliche Qualität der Arbeitskräfte allemal. Und deshalb sollten wir alle Kenntnisse und Fähigkeiten nutzen, die es gibt, um das voranzutreiben. Ich habe die Sorge, dass es sonst langfristig weniger maritime Berufe in Europa geben wird und sowohl Know-how als auch Personal in außereuropäische maritime Standorte weiter verlagert wird. Ein qualitativ hochwertiger europäischer maritimer Sektor kann und muss durch die EMSA unterstützt werden. Und nicht mehr, aber auch nicht weniger will das Europäische Parlament. Wir brauchen europäische Karrieremodelle im maritimen Bereich. Wir brauchen einen Austausch von Best Practices. Die Arbeit im maritimen Sektor muss wieder attraktiver werden in Europa. Und die EMSA ist dazu unserer Meinung nach prädestiniert, den Mitgliedstaaten unter die Arme zu greifen, ihnen zu helfen. Der europäische Seeraum ohne Grenzen, auch hier muss ich sagen, es wird viel darüber gesprochen, aber so richtig viel ist noch nicht passiert.
Und ich frage mich, woran das liegt. Ich glaube, es liegt daran, dass es keine treibende Kraft auf der EU-Ebene gibt, die das ausreichend forciert. Mit relativ geringem administrativem Aufwand können landbasierte Transporte durch die Europäische Union befördert werden. Das innereuropäische Short-Sea-Shipping von EU-Hafen zu EU-Hafen ist immer noch mit relativ hohem Aufwand verbunden. Und ich freue mich sehr, zu hören, wie Dr. Rüthe es ja auch gerade erwähnt hat, dass das Blue-Belt-Konzept so positiv angenommen wird. Das bestätigt meinen Eindruck, seitdem die EMSA sich auch darum kümmert, ist ein bisschen mehr Drive in die ganze Geschichte gekommen. Betrachten wir die Strategie Europa 2020, das Weißbuch Verkehr, die TEN-T-Leitlinien oder einfach auch nur den politischen Diskurs in unserer Zeit, heißt es immer wieder, wir müssen Emissionen bei steigendem Wirtschaftswachstum senken. Das wird unserer Auffassung nach nur gelingen, wenn wir mehr Intra-EU-Transporte auf dem Wasserweg abwickeln. Gerade deswegen oder deshalb sollten die Ziele und Aufgaben der Agentur um die Vollendung des europäischen Seeverkehrsraums ohne Grenzen erweitert werden, auch wenn das über die heutigen Ziele der Maritime Safety Agency hinausgeht. Die folgenden Monate werden zeigen, inwieweit wir die EMSA auf ihre neuen Herausforderungen vorbereiten können. Ich hoffe, dass wir eine ambitionierte Grundlage für eine ambitionierte Agentur gemeinsam mit dem Rat schaffen können. Und zwar eine, die wir nicht in 2 Jahren wieder ändern müssen. Die Tatsache, dass seit Bestehen der Agentur gerade in den letzten Jahren die gesetzliche Grundlage bereits 2-mal geändert wurde und jetzt das 3. Mal, spricht für sich. Politischer Weitblick funktioniert auf jeden Fall anders. Von den zukünftigen Aufgaben noch einmal ganz kurz zurück zu dem, was bereits geschaffen wurde. Der Werdegang der Agentur ist beeindruckend. Ich habe mir das hier ordentlich aufgeschrieben und Sie haben es schon 3-mal gehört. Aber Herr Dr. Rüthe hat recht, als er gesagt hat, Mr. De Rüthe, you put the EMSA on cruising speed. Ich habe in meiner bisherigen Laufbahn immer wieder festgestellt, dass Unternehmen und Organisationen immer so gut sind, wie die Führung es zulässt. Und ich habe Sie, Herr De Rüthe, als einen Mann kennengelernt, dem die Sache an sich wichtig ist, der mit Begeisterung diese Agentur führt und weiterentwickelt hat. Und Sie haben mir einmal erzählt, wie Sie 2003, glaube ich, in dem alten Kommissionsgebäude in Brüssel angefangen haben und mit Herrn Boudot sich darüber unterhalten haben, wie denn Ihre Agenturen weiterentwickelt werden sollen. So schlecht können diese Beratungen nicht gewesen sein, denn heute hinterlassen Sie als erster Exekutivdirektor ein Erbe, das sich sehen lassen kann und das mit Augenmaß, aber auch mit Engagement von allen, auch vom Parlament, mit weiterentwickelt werden muss. Und ich darf Ihnen herzlich danken, auch von meinen Kolleginnen und Kollegen. Sie wissen, das ist so eine Sache im Parlament. Die Fraktionen sind sich nicht immer einig. In diesem Fall, was die Arbeit der EMSA und was Ihre Arbeit angeht, herrscht Einstimmigkeit. Das haben wir nicht so oft und deshalb herzlichen Dank auch von uns. Ich weiß auch, dass der Vorsitzende Ihres Verwaltungsrates sein Amt abgeben wird, Herr Hammer-Hansen. Wir hatten bisher nicht das Vergnügen, uns persönlich kennenzulernen. Also habe ich es mal mit Lesen versucht. Und ich habe mir die Jahresberichte und die 5-Jahres-Strategie der EMSA angesehen und habe Ihre Vorworte gelesen. Und Sie sagen an einer Stelle, we take stock of where EMSA can add value, where tasks can be carried out more efficiently by EMSA and in doing so gain a common understanding of where EMSA is heading, where we want to take EMSA. Diesen Satz kann ich nur unterschreiben. Er wird sicherlich auch von den anderen Verwaltungsratsmitgliedern so gesehen. Noch besser wäre es, to whom it may concern, wenn alle sicherstellen könnten, dass zu Hause in den Verkehrsministerien nicht vergessen wird, was sie hier in Brüssel und Lissabon beschlossen haben.
Wir brauchen nicht nur im Verwaltungsrat gute Vertreter der nationalen Verkehrsministerien, wir brauchen in den nationalen Verkehrsministerien auch gute Botschafter der EMSA. Herr Rüther, Herr Hammer-Hansen, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen noch einmal herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft